Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ja, Herr Siebeke und Herr Lübcke, dann bin ich ja mal gespannt auf Ihren Gesetzentwurf. Ich freue mich jedenfalls schon jetzt auf die Diskussion, die wir dazu haben werden. Aber jetzt erstmal zum Gesetzentwurf der AfD-Fraktion. Schon die Beschreibung der Ausgangslage in Ihrem Gesetzentwurf ist ja schlichtweg falsch. Dass Sie davon sprechen, dass es einen unkontrollierten Zuzug von islamischen Gefährdern geben würde, mal abgesehen davon, dass Sie mal wieder die Rhetorik bedienen, mit der Sie Stimmung gegen Flüchtlinge machen, das ist das eine. Das andere ist, Sie verkennen ja völlig, dass die allermeisten Salafisten, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, deutsche Staatsangehörige sind oder Personen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland, hier in Nordrhein-Westfalen, zum Teil aufgewachsen sind. Und das Interessante ist ja, wenn man sich mal die Zahlen dazu anguckt, je stärker die Radikalisierung ist, je stärker die Gewaltbereitschaft ist, desto mehr steigt der Anteil derjenigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Also bei den Salafisten insgesamt liegt der Anteil der Deutschen bei 44%. Bei den gewaltorientierten Personen haben 59% eine deutsche Staatsangehörigkeit. Unter den Gefährdern sind sogar 64% Deutsche. Also das alles kann man nachlesen in den Antworten der Landesregierung auf meine kleinen Anfragen aus dem August diesen Jahres. Was ich damit sagen will, ist, dass man sich viel stärker damit beschäftigen muss, warum denn bestimmte Personen, die hier in Deutschland leben, hier aufgewachsen sind, warum die sich radikalisieren und warum die diesen Weg einschlagen. Also wir müssen uns viel mehr mit Prävention auseinandersetzen, und es reicht nicht, das immer nur auf das Ausländerrecht zu schieben oder so, wie Sie es tun, gegen Ausländer zu hetzen. Frau Schäfer, aber gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Wagner? Nein, ich möchte keine Zwischenfrage. Ich vermute von der AfD. Könnte gefährlich. Keine. Ja, von Herrn Wagner. Von der AfD möchte ich keine Zwischenfrage zulassen. Aber auch die Annahme, die Sie hier aufführen, dass die Sicherheitskräfte nur auf Straftaten reagieren würden, ist ebenfalls falsch. Also wenn Sie das glauben, dann würde ich Ihnen empfehlen, mal einen Blick in das Verfassungsschutzgesetz zu werfen. Sie sind ja sogar Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium. Da können Sie das ja noch mal nachlesen, was die Aufgaben und Befugnisse des Verfassungsschutzes als eine der Sicherheitsbehörden in Deutschland ist. Aber zum eigentlichen Gesetzentwurf. Es ist ja schon gesagt worden, Sie haben ja abgeschrieben, mal wieder keine eigenen Gedanken darauf verwendet. Das kennen wir von Ihnen. Sie haben hier abgeschrieben vom Bayerischen Gesetz. Und zum Bayerischen Gesetz ist vielleicht noch so viel zu sagen, dass dieses Gesetz ja vehement und sehr scharf von Verfassungsrechtlern und vielen anderen Personen, finde ich sogar zu Recht, kritisiert wurde, weil es an vielen Stellen wirklich unverhältnismäßig ist, tief in die Grundrechte eingreift, und das nehmen Sie ja jetzt hier so auf. Und Sie nennen Ihr Gesetz Gefährdergesetz. Was Sie nicht liefern, ist eine Definition des Gefährders. Ich fände es sogar richtig, eine rechtliche Definition des Gefährders mal zu schaffen und das zu normieren. Auch das haben wir Grüne in der letzten Legislaturperiode gefordert, weil es nicht sein kann, dass es ein Begriff ist, der von den Sicherheitsbehörden geschaffen wird, der aber einer überhaupt nicht rechtlich definiert und normiert ist. Also insofern wäre das sogar richtig, das zu tun. Das bleiben Sie schuldig, das machen Sie nicht. Sie schlagen ja hier einen Paragraph 8 Absatz 4 vor, der aus meiner Sicht aber nicht nur ungeeignet, sondern auch völlig unbestimmt ist. Sie sagen, dass die drohende Gefahr eine Voraussetzung sein sollte für die Befugnisse der Polizei. Unseres Erachtens erfüllt das in keinster Weise die strengen Voraussetzungen, die aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz im letzten Jahr ergangen sind. Da bleiben Sie weit hinter zurück, und aus meiner Sicht ist das so verfassungsrechtlich nicht machbar. Und ich frage mich auch bei den Kriterien, die Sie hier schaffen. Sie sagen, die Polizei soll Befugnisse bekommen, wenn Sachen, deren Erhalt im besonderen öffentlichen Interesse stehen, gefährdet sind. Oder erhebliche Eigentumsposition. Oder die sexuelle Selbstbestimmung. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sowas von unbestimmt. Und nach Ihrem Gesetzentwurf würde das im Endeffekt bedeuten, dass die Polizei jeden, der in absehbarer Zeit womöglich vorhat, also wir befinden uns hier weit im Vorfeld, eine sexistische Beleidigung auszusprechen, dem könnte die Polizei eine Fußfessel anlegen und ihn in Präventivhaft nehmen. Und Sie instrumentalisieren hier mal wieder, vielleicht hören Sie mir mal zu, Sie instrumentalisieren hier wieder mal die Rechte von Frauen für ihre völlig unverhältnismäßigen Forderungen. Sie spielen sich hier als Retter der Frauenrechte auf, und das nimmt Ihnen nach Ihren vielen antifeministischen Ausfällen, die wir hier erlebt haben, wirklich keiner ab.
Ich möchte noch mal kommen zum Thema Präventivhaft oder Präventivgewahrsam. Ich halte eine Erweiterung des Präventivgewahrsams auf 3 Monate für verfassungsrechtlich unzulässig. Sie können doch nicht ernsthaft fordern, dass Personen, die ja noch nicht mal eine Straftat begangen haben, also noch nicht mal eine Straftat, wir haben keine Verurteilung, wir haben nichts, wir haben nur eine Annahme, dass da gegebenenfalls irgendwann mal etwas passieren könnte. Diese Personen wollen Sie wegsperren. Sogar theoretisch nach Ihrem Gesetzentwurf könnte man diese Menschen jahrelang wegsperren. Und das ist so ein tiefer Grundrechtseingriff, dieses Polizeigewahrsam. Da kann man doch nicht wirklich ernsthaft davon ausgehen, dass das dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügt. Und auch beim Thema Fußfessel. Ja, die Fußfessel kann im Einzelfall ein polizeiliches Instrument sein, aber in der Regel ist es so, dass die Fußfessel völlig ungeeignet ist. Und niemand glaubt doch ernsthaft, dass eine Fußfessel einen Terroristen davon abhält, eine terroristische Tat zu begehen, genauso wenig wie bei einer Videokamera. Und es gibt ja sogar ein furchtbares Beispiel von einem Terroristen, der mit Fußfessel einen Anschlag begangen hat. Im Juli 2016 wurde ja der Anschlag in Nordfrankreich in einer Kirche begangen mit 2 Attentätern. Ein Täter trug dabei eine Fußfessel und diese Fußfessel hat ihn in keinster Weise davon abgehalten, diesen furchtbaren Anschlag zu begehen. Insofern ist auch das ziemlich viel Placebo, ziemlich viel Aktionismus und Scheinpolitik und die aktuellen Berichte über die Einführung der Fußfessel im BKA-Gesetz zeigt ja auch, dass sie dort überhaupt nicht angewandt wird und insofern auch nicht geeignet ist. Und wenn Sie jetzt fragen, und das ja auch zu Recht fragen, was wollen Sie denn eigentlich? Ja, wir Grüne haben viele Vorschläge gemacht. Wir haben das in der letzten Legislatur gemacht, wir haben das im Wahlprogramm gemacht. Ich habe einen aktuellen Antrag dazu eingebracht, was aus meiner Sicht wirklich hilft gegen salafistischen Terrorismus. Das sind gut ausgestattete Behörden. Das ist der gute Austausch zwischen den Sicherheitsbehörden in Europa. Das ist eine bessere Risikoanalyse, Stichwort Allgemeinkriminalität, wo wir immer noch viel zu wenig darüber wissen und immer noch zu wenig hingucken. Aber eben auch das Thema Präventionsarbeit. Die Prävention muss aus meiner Sicht deutlich verstärkt und verbessert und ausgebaut werden. Und die hier im Gesetzentwurf der AfD, jetzt hören Sie mir doch mal zu, also es nervt wirklich, dass Sie überhaupt nicht zuhören können, dass Sie immer nur reinrufen. Also wenn Sie hier Abgeordnete sind, dann nehmen Sie Ihre Aufgabe doch auch mal ernst und hören zu und setzen sich doch mal mit den Argumenten auseinander, Herr Wagner, anstatt hier immer rein zu brüllen, völlig am Thema vorbei. Ja, es nervt, wirklich. Also, es sind keine ständigen Beschimpfungen, es ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Und wenn ich mich hiermit auseinandersetze, erwarte ich auch, dass die antragstellende Fraktion sich die Argumente mal anhört und darauf eingeht und diskutiert. Sie brüllen immer dumm hier rein, es nervt einfach nur noch. Also um es noch mal abschließend zu sagen, die Forderungen, die Sie hier im Gesetzentwurf aufführen, sind aus meiner Sicht weder geeignet, noch sind sie verhältnismäßig. Und deshalb werden wir diesem Gesetzentwurf als Grüne auch nicht zustimmen. Wir werden es ablehnen. Der Überweisung in den Ausschuss stimmen wir selbstverständlich zu.